Sie müssen nicht mit allen befreundet sein. Aber ich finde, wir sollten nicht ganz den Anschluss verlieren zueinander, so innerhalb einer Gesellschaft. Ich meine, ich weiß, da ist immer die Frage, soll man mit Nazis überhaupt reden? Und ja, wahrscheinlich nicht. Aber schauen Sie, ich tue mir auch schwer, den Opa gar nicht anzurufen. Aber ich habe es halt eingeschränkt. Wissen Sie, ich melde mich jetzt nur mal zweimal im Jahr, an seinem Geburtstag und am Geburtstag vom Opa. Und das muss reichen. Ja, das muss reichen. Ich meine schon, es war vorher schon übel, aber gerade so nach diesen zwei Corona-Jahren, was es jetzt braucht, das wäre so eine Art menschlicher Wiederaufbau. Weil jetzt sind wir alle wieder vereint. Alle zusammen. Covidioten, Covidole, Coronarren, Coronauten, Virologen, Virolügner. Ja? Mittendrin die Lauterbach-Ultras, inzwischen sicher auch gespalten in die Rechts- und Links-Karlianer. Ja. Die werden jetzt alle traurig sein. Ja? Die wollen nicht, dass die Pandemie endet. Die wollen nicht, dass wieder Partys steigen dürfen und sie wieder niemand einlädt. Es wird sie geben, noch in Jahrzehnten. Anfälle von Drostalgie. Nur zum Glück gibt es dann für solche Leute an Berliner Straßenständen neben all den Sowjetmützen auch eine bunte Auswahl Masken. Sowie das letzte originale Testzentrum. Die Lauterbach-Ultras nennen es liebevoll Checkpoint Carly. Klar, es gibt viele bunte Spinner auf dieser Welt und von vielen werden wir nie wissen, wurden sie im oder am Lockdown irr. Wie etwa meine Großmutter. Die ist echt schrullig geworden vor Einsamkeit. Aber jetzt fasst sie neuen Mut. Wissen Sie, was meiner Großmutter sehr hilft? Das sind die neuen Folgen Aktenzeichen XY. Endlich gibt es neue Folgen Aktenzeichen XY. Die haben nämlich ausgesetzt 2 Jahre lang. Ist klar, oder? Während einer Pandemie gibt's keine ungelösten Fälle. Man konnte 2 Jahre niemanden umbringen, ohne dass es hinterher hieß, der starb an Corona. Sicher, 10 Kugeln im Bauch, aber Corona. Sein Kopf ist verschwunden, typisch Corona. Und was ist mit der Axt im Rücken? Das ist eine Vorerkrankung. Ja, warum nicht? Aber hey, wir werden uns alle wieder einkriegen. Ich auch, ja, ich nehme mich da nicht aus. Ich bin auch schwulig geworden, klar. Über so lange Phasen des Online-Shopping und dann wieder in einem echten Geschäft. Was? Nur 5 verschiedene Klobürstenfarben? Im Internet waren es 89. Und wo sind die Bewertungen? Wie viele Sterne hat die Milch? Und welche Klobürste kaufen die Leute, die auch diese Milch gekauft haben? Und kurz vorm Bezahlen fällt einem ein, dass man den Krempel gar nicht braucht. Weswegen man den Einkaufswagen an der Kasse stehen lässt, der Kassiererin auf die Stirn klickt und brüllt, für später merken. Ja, aber wissen Sie noch, am Anfang der Pandemie, da hieß es immer, dieses Corona, es wird unser Konsumverhalten für immer verändern. Ja genau, wir konsumieren schon wieder wie die armen Irren. Aber das ist auch okay, bitte um Himmels Willen, ich bin nicht jemand, der Verzicht predigt. Im Gegenteil, ich sage, das bringt nichts zu verzichten. Wenn sich die dritte Welt einst erhebt mit ihren zornentbrannten Fackeln, weil wir sie da und ausgebeutet haben, dann werden Sie uns nicht einzeln fragen, so, wer war jetzt brav und hat Fairtrade gekauft? Weil die werden wir verschonen. Nein. Dann brennt auch der Öko-Veganer. Und er brennt wahrscheinlich besser mit seinem Leinenhanfgewand. Ich sag's ja, Sie sind ein pyromanes Völkchen. Ja? In Österreich wird an der Stelle im Programm nicht gelacht, ja? Österreich ist an der Stelle das Programm vorbei, weil alle empört aufspringen und rausrennen. Ja, Sie fühlen sich da noch bestens unterhalten, denken Sie darüber nach. Ja. Aber gut, nein, ich wollte ja nur kurz in Erinnerung rufen, es gibt Teile auf dieser unserer Welt, da sorgen sich die Menschen weniger um ihre Identität, sondern mehr um ihre Existenz. Solche Leute gibt es aber auch hier. Das sind Arme, Bettler, Obdachlose, Flüchtlinge. Ich habe jetzt bei mir daheim Ukraine aufgenommen. Nicht um damit anzugeben, ich habe es wirklich gern gemacht.
Es war mir ein willkommener Anlass, endlich die Syrer rauszuhauen. Die waren natürlich stocksauer und haben gemeint, was, warum müssen wir jetzt raus? Packt die Ukrainer doch in den Putzraum. Da habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, in den Putzraum? Da verstecke ich Ungeimpfte. Aber Sie kennen mich, oder? Ich und mein weiches Herz. Mittlerweile wohnen wir alle zusammen und es ist okay. Es ist okay. Es ist wie es ist, gell? Ich sag's Ihnen, irgendwas stimmt nicht mit diesen Ukrainern. Ich glaube, das sind Russen. Oligarchen auf der Flucht. Aber wie soll ich das unterscheiden? Die Welt ist zu komplex für mich. Ich kenne mich oft überhaupt nicht mehr aus. Letztens war ich bei einer Demo, da habe ich gelesen auf einem Schild, Putin, go home. Was? Er ist doch zu Hause. Das ist ja sein Problem. Alle anderen waren schon in Kiew. Scholz, Macron, Johnson, alle, nur nicht Putin. Jetzt kommt auch noch der Papst. Na, den braucht man an der Front. Pazifist, schwer zu Fuß, sieht aus wie eine weiße Flagge. Also, meinetwegen. Gewünscht haben sich die Ukrainer Panzer, kriegen tun sie das Papamobil. Das feuert nicht Raketen ab, um Russen zu vertreiben. Nein, das spielt Eiswagenmelodien, um Kinder anzulocken. Na, sie können einem schon leid tun. Gleichzeitig, die gute Nachricht ist, wenigstens muss die Ukraine nächstes Jahr nicht den Song Contest austragen. Gott sei Dank, das wäre ein Flop geworden. Genauso wie damals, wissen Sie noch, die Olympischen Winterspiele in Russland 1942. Die haben beim Biathlon mit ihren Gewehren alle aufeinander geschossen. Fällt Ihnen was auf? 1942, 2022, 80 Jahre Stalingrad. Und die Geschichte wiederholt sich. Wieder einmal ist uns kalt und schuld daran der Russe. Aber diesmal sind wir klüger. Diesmal denken sich die Deutschen, warum erst nach Stalingrad? Man kann ja auch zu Hause frieren. Die Medaillen im Ostfeldzug nannte man damals Gefrierfleischorden. So etwas bräuchten wir diesen Winter auch. Wissen Sie, wenn jemanden ein Zeh abfriert, dann kriegt er das Reinhold-Messner-Kreuz. In Bronze, Silber oder Gold, je nachdem, wie viele Zehen im Abfrieren. Der Messner selber hat noch 3. Ja. Die anderen werden noch gesucht oder sind bei privaten Sammlern. Ja. Wirklich, es gibt Bergsteiger, die wollen gar nicht auf den Gipfel, die suchen nur die Messner-Zehen. Gibt auch viele Fälschungen. Wie bei den Reliquien sind mehr Messner-Zehen im Umlauf als Holzsplitter vom Kreuz. Wären die alle echt, hätte der Reinhold 15 Füße. Ja. Frieren gegen Putin. Das heißt, wir werden alle zu Kriegszitterern. Ohne, dass wir je an der Front waren. Die an der Front, die haben es ja warm in der Hitze des Gefechts. Aber wir, mein Gott, es werden sich hier furchtbare Szenen abspielen. Was werden wir nicht alles tun für ein bisschen Wärme? Frauen in der Menopause stellen wir als Heizpilze auf. Vielleicht kommt es sogar zu Körperkontakt. Ich zum Beispiel werde mich an einem Klimaaktivisten festkleben. Am besten an einem, der selbst schon wo klebt. Ja, was soll man denn sonst tun? Prostitution wird womöglich verboten. So will es Karl Lauterbach. Wirklich. Er ist ja nicht umsonst die Ikone einer jungen Generation, deren Sexualität man am besten beschreibt mit der Frage beim Kartenzahlen an der Kasse. Reicht hinhalten oder muss ich reinstecken? Unsere jungen Brüden, die haben natürlich keine große Freude mit so einem Bums-Hit wie Laila. Zugegeben, ich fand das Lied auch skandalös. Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Als wer?
Das wird in dem ganzen Lied nicht erklärt. Aber ich meine, man kann ja nicht eine Vergleichsform verwenden ohne einen Vergleich. Nur das interessiert niemanden. Interessiert auch niemanden, wenn ein Buch gecancelt wird. Ein großartiges Buch über Blutsbrüder und Männer, die noch Männer waren. Das Buch meiner Kindheit. Faust 1. Das wurde klammheimlich von allen Lehrplänen gestrichen. Ja? Aber ist allen egal, weil jeder nur herumheult wegen einem erfundenen Indianer. Kulturelle Aneignung. Wissen Sie, was auch kulturelle Aneignung ist? Das römische Alphabet. Wir sollten alle Bücher verbrennen, die nicht in germanischen Runen verfasst sind. Das ist, ja... Zudem praktisch, weil Bücherverbrennungen, auch das wärmt. Ja? Was können wir sonst tun gegen die Kälte? Naja, viele werden nach Afrika gehen. Es werden auch viele aus Afrika kommen. Das ist mal eine gute Nachricht. Endlich fahren die Schlepper nicht mehr leere Tour. Und für die, die hier bleiben, naja, viele werden sich in diesem Winter erkälten. Aber es wird ganz anders sein als in den zwei Corona-Wintern zuvor. Niemand geht jetzt mehr in Quarantäne. Im Gegenteil, man wird stolz sein auf sein Schniefen. Verstecken müssen sich jetzt die Gesunden. Denn wer nicht krank ist, hat heimlich geheizt.